Herzlich willkommen zurück. Ich bin Jonas und ich habe die große Freude, gleich den nächsten Speaker ankündigen zu können. Wir haben heute schon einen spannenden Vortrag, ein spannendes Event gehabt zum Thema KI-Initiativen in Schleswig-Holstein, wo sich verschiedene Akteure vorgestellt haben, sich und ihre Initiativen. Wir hatten die Gelegenheit zu ein bisschen Networking und ein paar Snacks. Und jetzt darf ich Thomas Stahl vorstellen, der einen Vortrag halten wird, KI und Machine Learning, ein Blick unter die Motorhaube. Er kommt von der B&M Informatik AG, ist selber Informatiker und Mathematiker und wird wirklich einen tiefergehenden Blick hinter die Kulissen von KI geben. Das heißt, es wird ein wenig Wissen idealerweise im Bereich KI schon vorausgesetzt bei den Zuhörern. Und er wird zum Beispiel über Supervised Learning, Unsupervised Learning oder Reinforcement Learning sprechen. Jetzt möchte ich gar nichts weiteres noch vorwegnehmen und wünsche viel Spaß und viel Freude. Eine Anmerkung noch, über den Chat im Livestream können jederzeit Fragen gestellt werden. Die werden gesammelt und nach dem Vortrag werde ich dann die gesammelten Fragen an Thomas stellen. Viel Spaß. Super, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Thomas Stahl, ich bin CTO bei der B&M Informatik und leite auch das KI-Lab. Das KI-Lab gibt es bei uns seit 2,5 Jahren ungefähr und besteht aus Leuten, Deep Learning Hardware und Software, Plattformen, die wir im Laufe der Zeit dann angesammelt haben und die wir wiederverwenden können. Wir bieten Custom AI Services an, das heißt spezifische Probleme von Kunden, die an uns herangetragen werden, lösen wir dann. Also wir leiten jetzt nicht quasi Standardprodukte durch, sondern wir entwickeln selbst KI-Systeme. Und das ist auch der Grund, weswegen ich Ihnen jetzt ein bisschen Einblick geben kann, wie KI funktioniert, wie solche Systeme funktionieren. Ja, die Idee dahinter ist natürlich, je mehr man darüber weiß, desto besser kann man auch einschätzen, was funktioniert und nicht funktioniert und vielleicht auch dann über gesellschaftliche oder ethische Fragen besser diskutieren. Daher ein bisschen die Innensicht. Das ist die Agenda. Ich werde erstmal ganz kurz eine Einleitung machen, welche Sichten, oder welche, es gibt natürlich ganz viele, aber drei wichtige Sichten zeige ich mal. Und dann kommt der Hauptblock. Dort geht es dann um die drei großen Lernarten in der KI oder Machine Learning, genauer gesagt. Dann habe ich noch aus vielen Workshops mit Unternehmen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und auch natürlich Einzelpersonen, typische Misskonzeptionen, die mir eigentlich oft begegnen, die möchte ich mal adressieren. Und wenn die Zeit reicht, ich hoffe, dass es mir gelingt, habe ich noch am Ende was zu Projektmanagement-Aspekten. Das ist durchaus auch interessant. Wie muss man eigentlich Projekte aufsetzen? Kann man die genauso behandeln wie klassische Softwareprojekte? Gut, steigen wir mal direkt ein. Das erste ist die Forschungssicht. Das ist eigentlich fast meine Lieblingssicht. Gut, wir sind auch ein forschendes Unternehmen und ich selbst bin forschungsaffin. Habe an der CAU hier Informatik und Mathe studiert und auch das Netzwerk, was dort bestand, ist aktiv. Und wie gesagt, wir arbeiten auch in Richtung Forschung mit den Unis zusammen. Ich gehe das jetzt nicht im Einzelnen durch, aber der Witz an der Forschungssicht ist halt, dass das ein relativ eine gute Definition ist, was KI eigentlich ausmacht. Das sind nämlich genau diese Felder und ich habe mal die gekennzeichnet, wo wir im Grunde noch in den Kinderschuhen stecken. Ich gehe es jetzt nicht im Einzelnen durch, aber der eine Punkt, den ich kurz erwähnen möchte, ist die General Intelligence. Das ist sozusagen der heilige Gral in der KI-Forschung und würde bedeuten, dass man ein System hat oder Systeme hat, die in der Lage sind, beliebige Aufgaben hinzuzulernen und nicht Narrow-AI-Systeme, die also eine spezielle Aufgabe nur lösen können, auf eine spezielle Aufgabe trainiert sind, sondern die, wie wir Menschen, tatsächlich beliebige Dinge hinzulernen können. Da sind wir noch ganz weit von entfernt und das wird auch noch wahrscheinlich sehr lange dauern. Ein System, was auf dem Level wäre, könnte dann wahrscheinlich den Turing-Test bestehen, der bis heute von keinem System auf diesem Planeten bisher bestanden wurde. Die nächste Sicht
ist die Anwendungssicht. Das ist die, die man natürlich hauptsächlich in Diskussionen mitbekommt. Und allein der Versuch, das vollständig aufzuzeigen, was da alles drin ist, ist zum Scheitern verurteilt. Ich habe es mir ziemlich einfach gemacht. Ich habe hier das Portfolio von unserer Webseite mal einfach kopiert und dann noch unten ein bisschen hingeschrieben, was wir nicht machen. Wir haben dort semantische Bildanalyse. Das ist ein Riesenfeld. Ja? Objekterkennung, medizinische Diagnostik für Versicherungen, zum Beispiel Schadenerkennung anhand von Fotos, natürlich Handschrifterkennung etc. Dann das Feld semantische Textanalyse. Da geht es jetzt weniger um das Umwandeln von handschriftlichem Text beispielsweise in elektronisch verarbeitbaren Text, sondern es geht natürlich darum, das Verstehen von Text, also zum Beispiel Themenextraktion, die Kernentitäten extrahieren oder Sentimentanalyse. Das heißt eben, dass zum Beispiel die Stimmung des Verfassers extrahiert wird und dann weiterverarbeitet werden kann. Klassische Prognosen ist ein Feld für KI, zum Beispiel Kreditrisikoprognose, Schadenentwicklung, Passagierauslastung, beispielsweise jetzt bei der Bahn oder im Straßenverkehr, Busse. Ein Feld, was nicht so prominent ist, wo ich ein bisschen genauer drauf eingehe, ist Anomalieerkennung, Betrugserkennung zum Beispiel. Da zeige ich einen kleinen Showcase. Und ein noch weniger prominentes Feld, was aber eigentlich ziemlich wichtig ist, das nennen wir AI-based BI. BI steht für Business Intelligence und da geht es eigentlich ja darum, die Domäne genauer zu verstehen. Und viele KI-Systeme haben eine Visualisierung und solche Visualisierungen helfen dann eben auch in diesem Bereich Datenräume zu verstehen. Das ist durchaus interessant. So, und darüber hinaus gibt es natürlich noch tonnenweise andere Anwendungsfelder, Chatbots natürlich, Robo-Advisor, Robotics, autonomes Fahren und. Also das ist die Anwendungssicht. Und das ist die Innensicht. Die benutze ich jetzt als Struktur für den restlichen Vortrag. Das werde ich jetzt auch jetzt hier nicht weiter theoretisch erklären, sondern wir gehen da mal direkt rein und fangen mit Supervised Learning an. Und zwar Image Classification mit Convolutional Neural Nets. Was ich Ihnen jetzt zeige, sind Screenshots aus einer Testanwendung, die ich geschrieben habe, um neuronale Netze auszuprobieren, die ich dann auch selbst trainiert habe. Das ist also letztlich ein Webfrontend. Wir sehen hier halt Screenshots. Was ich hier als erstes zeigen kann, ist ein Standardnetz, was vortrainiert ist. Das ist das sogenannte ResNet 50. Das ist hier vortrainiert auf dem ImageNet-Dataset. Da sind 1,2 Millionen Samples drin. Und wir haben ungefähr 25 Millionen künstliche Synapsen. Um sowas zu trainieren, from scratch, braucht man eine GPU-Cloud mit mehreren GPUs, muss wahrscheinlich so ungefähr eine Woche Rechenzeit berücksichtigen. Das Hauptproblem ist aber eben die Anzahl der Samples. Wo kriegt man die her? In diesem Fall ist es halt ein offener Standarddatensatz, der benutzt wird. Aber wie gesagt, dieses Netz ist schon vortrainiert. Also das kann man einfach sich laden oder man hat es schon in der Entwicklungsumgebung drin. Das Ding versteht Alltagsgegenstände, ja? Oder hauptsächlich sogar Tiere. Hunde, Katzen sind sehr beliebt. Und hier sehen wir ein Beispiel. Wir haben also diesen Nachtfalter, der Mimikrie betreibt, also er versucht sich vor Fressfeinden zu schützen, indem er einen Vogelkopf simuliert. Und sowas korrekt zu klassifizieren, das war vor wenigen Jahren, kann man fast sagen, für Computersysteme noch unmöglich, bevor es die Convolutional Neural Nets gab. Was man jetzt hier sieht, ist die Antwort des neuronalen Netzes. Und man sieht, das ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Dieses neuronale Netz kennt 1000 Klassen. Genau die kennt es und auch nur die. Und was wir hier, das ist natürlich abgeschnitten, aber im Grunde genommen ist das eine Liste mit 1000 Einträgen. Und zu jeder Klasse, die das Netz überhaupt kennt, wird eine Wahrscheinlichkeit ausgegeben. Und das heißt, die Summe all dieser 1000 Einträge ist dann eben genau 1 bzw. 100%. Das ist also eine Wahrscheinlichkeitsverteilung.
und nicht eine harte Aussage, das sehe ich oder jenes sehe ich. Das ist schon mal eine ganz wichtige Eigenschaft. So, ich hatte jetzt ein Projekt, in dem es um nicht um Tiere und Katzen und Hunde und Alltagsgegenstände geht, sondern um Autos, also in der Domäne Automobile. Und wenn man das jetzt in dieses Netzwerk hineingibt, dann stellt man fest, dass es mit Autos gar nichts am Hut hat. Die beste Klassifikation, die wir da haben, liegt bei gerade mal 19%. Also der sozusagen die führende Prediction sind 19%. Er liegt zwar gar nicht so schlecht mit seinen Klassen, Racer, Sportscar, Carwheel, Convertible, Pickup. Na gut, Pickup ist es nun wirklich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist halt so, dass man sagen muss, ja, also eine sichere Klassifikation ist das überhaupt nicht. Was ich jetzt angewendet habe, ist eine Technik, die man Transfer Learning nennt. Ich habe also jetzt gar nicht versucht, ein neues Netz zu bauen, sondern ich habe das bestehende ResNet quasi modifiziert. Ich habe den Klassifikationskopf ausgetauscht und den, wenn man so will, den visuellen Cortex, den das Netz schon hat. Also es hat ja schon gelernt zu sehen, wenn man so will, soll aber jetzt was anderes tun. Es soll nämlich jetzt etwas über Autos sagen. Aber diesen visuellen Cortex habe ich wiederverwendet. Das klingt jetzt vielleicht relativ einfach, wenn man das aber im Detail macht und da gut sein will, dann ist das schon ganz schön tricky und man muss genau wissen, was man da tut. So, was ich dann benutzt habe, ist einen wiederum freien Datensatz, erstmal zum Testen. Und der kennt jetzt den amerikanischen Automarkt, so um 2013, und kennt jetzt nur noch 196 Klassen. Und vor allen Dingen ist der Witz, dieser Datensatz umfasst etwas über 11.000 Samples nur noch. Das gegenüber den mehreren Millionen, das ist natürlich eine praxisrelevante Reduktion jetzt. Ja? Also dadurch, dass ich Transfer Learning mache, brauche ich viel weniger Samples. Und das ist eigentlich der entscheidende Vorteil an dieser Technik. Das Netz ist immer noch annähernd genauso tief, also hat eben immer noch ungefähr ja, in der Größenordnung 25 Millionen Synapsen. Und jetzt sieht das schon ganz anders aus. Jetzt haben wir hier eine Klassifikation Dodge Challenger SRT8, Modelljahr 2011. Ja, also wenn man das vergleicht mit dem, was das originale ResNet 50 kann, dann ist das natürlich jetzt hier gewaltig. Und wenn wir uns die Probability angucken, wir liegen bei 99%. Das ist natürlich absolut praxisrelevant dann. Dieses Netz ist sehr gut. Es ist in diesem schmalen Bereich superhuman. Also zumindest ist es besser als ich. Ich kenne den amerikanischen Automarkt nicht so gut, dass ich auf solche Klassifikationsraten kommen könnte. Aber es kann eben jetzt auch nur das. Und das ist auch eine wichtige Eigenschaft, die man kennen muss, wie diese Systeme arbeiten. Was passiert nämlich jetzt, wenn ich da etwas reintue, was eine Klasse reintue, also eine Instanz einer Klasse, die dieses Netz eben nicht gelernt hat? In diesem Fall diesen wunderschönen Jaguar E-Type, gehört nicht zum amerikanischen Automarkt, war nicht im Trainingsset drin. Das neuronale Netz kennt dieses Auto natürlich auch nicht, aber es macht jetzt einen Best Match. Es sagt nämlich, am ehesten ist das ein Chevrolet Corvette Convertible 2012. Ist es natürlich nicht, aber das ist sozusagen die beste Antwort, die es geben kann. Ja, und daran sieht man eben auch ganz gut, ein neuronales Netz reproduziert im Grunde die Trainingsdaten, ja, also die abstrahiert ist und genau das kann es dann, aber nichts anderes. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Verständnisfrage. Man sieht auch hier, dass die Probability jetzt nur noch bei 80% ist. Das heißt, man kann dann schon interpretieren, okay, das ist sich jetzt nicht mehr so sicher wie das neuronale Netz. Und ganz interessant wird es, wenn man jetzt etwas reintut, was überhaupt kein Auto ist. Ja, dann sagt mein Client jetzt hier, Classification failed. Das ist aber nur eine Interpretation. Es ist nach wie vor die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und
am ehesten sagt, es ist das ein Hammer. Also, naja. Also, und die maximale, also die beste Wahrscheinlichkeit liegt jetzt hier bei 28%. Also die ist halt so niedrig, dass man schon interpretieren kann, dass das Netz dieses Bild halt nicht verstehen kann. Okay. So diese Transfer-Learning-Technik ist natürlich jetzt für die Praxis durchaus interessant. Was man damit machen kann oder was wir auch damit machen, ist zum Beispiel automatische Schadenklassifikation bei Versicherungen, also Sturmschäden zum Beispiel. Ja, man hat dann natürlich, so eine Versicherung hat dann eben vielleicht nicht Millionen von Fotos und dazu gelabelte Daten, wie hoch dieser Sturmschaden dann war beispielsweise. Und dann kann man so einen Transfer-Learning-Ansatz halt wunderbar verwenden, um dort auch mit weniger Daten trotzdem leistungsfähige Systeme zu bauen. Medizinische Diagnostik, das ist ein Bereich, mit dem wir uns dann auch beschäftigen. Da sind wir auch im Dialog mit dem UKE. Ja, das sind natürlich alles naheliegende Anwendungsfälle für sowas. Fehlerdiagnose in der industriellen Fertigung, vielleicht Umweltschutzüberwachung, sowas machen wir jetzt nicht als Anwendungsfall, aber wir stellen ja KI-Services zur Verfügung und sind da nicht die Domänenexperten. Also wir erstellen dann individuelle Lösungen. Also das ist eine sehr, sehr schöne Technik. Wenn man jetzt, ich gebe mal einen kurzen Einblick, wie so ein Convolutional Neural Net funktioniert. Wir sehen hier angedeutet die künstlichen Neuronen. Das ist, diese Convolutional Neuronen haben eine wesentlich höhere oder haben ein komplizierteres mathematisches Modell als ein einfaches Multilayer Perceptron. Aber letztlich kann man sich das vorstellen, dass so ein einzelnes Convolutional Neuron Filter ausbildet. Früher musste man die von Hand programmieren, um Image Recognition zu machen. Und das war sehr mühsam. Und diese Filter werden aber jetzt quasi beim Lernen automatisch ausgebildet. Das ist ein bisschen magisch. Und das ist ganz interessant, weil das hier visuell ist, weil man das dann sozusagen auch observieren kann. Also in den unteren Schichten, bei so einer, jetzt in diesem Fall Face Classification, findet man typischerweise erstmal Filter, die ganz einfache Strukturen erkennen, Kanten erkennen beispielsweise. Kanten, die horizontal sind, diagonal, und die Neuronen feuern, wenn sie ihre Kante quasi an einer bestimmten Stelle im Bild erkennen. Und dann wird diese Information weiter propagiert zu den tieferen Schichten und dort bilden sich höherwertige Filter aus. Und je tiefer man kommt, desto höherwertiger werden diese Filter, bis hin zu Gesichtsmerkmalen wie vielleicht Oberlippen, Augenbrauen, Ohren etc. Das kann man dann hier sehen. Und bis hin dann zu abstrakten Gesichtsmerkmalen. Ist das ein männliches Gesicht, ist es ein weibliches Gesicht? Und ganz am Ende haben wir den sogenannten Klassifikator. Das wäre dann sozusagen in der Analogie das Großhirn. Und in diesem Fall haben wir eine Face Classification jetzt mit nur 4 Klassen, also nicht 1000, sondern 4. Und wir sehen hier ein Beispiel, wie die Wahrscheinlichkeitsverteilung dann bei diesem Bild wäre. Und jetzt haben wir diese 4 Neuronen und jedes steht für seine Klasse. Also wir haben sozusagen jetzt auch in der Architektur dieses neuronalen Netzes eigentlich eine direkte Korrelation zu dem Problem. Wenn wir 4 Klassen haben, dann haben wir hier im Output-Layer 4 Neuronen. Jedes feuert in irgendeiner Art und Weise am Ausgang und ganz am Ende wird daraus eine Wahrscheinlichkeitsverteilung erzeugt. Und ja, beim Transfer-Learning muss man halt schauen, wo man dann den Schnitt macht, wo man einfriert und wo man dann quasi den neuen Klassifikator draufsetzt. So, wie das Training im Einzelnen verläuft, das kann ich jetzt hier nicht erklären. Das sind dann Gradientenverfahren, Optimierungstheorie, da brauchen wir jetzt Mathematik. Dafür reicht die Zeit auf keinen Fall. Aber ich will jetzt zum Punkt Supervised Learning kommen, weil das ist ja schließlich der Titel dieses Abschnitts.
Und Supervised Learning bedeutet, dass man mit Samples trainiert, die immer einen Input haben und ein Target. Der Input ist in diesem Fall jetzt ein Bild, ja? Und das Target ist quasi ein Label, das aussagt, was möchte ich denn in diesem Fall von dem KI-System später eigentlich wissen. Ja? Also es ist eine Vorgabe, aus der dieses KI-System dann lernt. Also ich muss dann schon ein Label hinschreiben, Jaguar E-Type Serie 1 Roadster. Das heißt, dieses originale ImageNet, was auf, was hatten wir da, also zig Millionen Samples trainiert wurde, braucht zum Training einen Datensatz, in dem jedes einzelne Bild auf so eine Art und Weise gelabelt ist. Und das verteilt auf 1000 Klassen. Da können Sie sich ja vorstellen, dass es eine starke Aufgabe sein kann, wenn man das jetzt sozusagen für eine ganz spezifische Domäne macht, die vielleicht auch hohes Expertenwissen erfordert, um dieses Label überhaupt zu erstellen. Das kann wahnsinnig teuer sein. Oder vielleicht auch gar nicht machbar. Aber so funktioniert Supervised Learning. Und tiefe neuronale Netze brauchen immer Supervised Learning. Diese Samples, also diese Millionen Samples, bilden ein Sample Set. Und dieses Sample Set wird typischerweise unterteilt in ein Training Set und ein Validation Set. Das Training Set enthält dann, sagen wir mal, 70 oder 80% dieser Samples und das Validation Set die restlichen 20 bzw. 30. Und das Validation Set wird eben sozusagen beim Training dem neuronalen Netz vorenthalten, damit man hinterher prüfen kann, ob es auch wirklich eine Abstraktion gelernt hat oder ob es möglicherweise nur die Trainingsdaten auswendig gelernt hat, was man natürlich vermeiden möchte. Das nennt man Overfitting. Deswegen ist das ist also einfach auch eine ganz normale Praxis, die zur Validierung auch in der normalen Statistik. Ja. Gut, so das war so ein bisschen jetzt die Idee von Supervised Learning. Also wir haben Samples und wir haben immer einen Input, ein Target. Jetzt kommen wir zum Unsupervised Learning. Und bei Unsupervised Learning ist es jetzt so, dass die Samples nur noch aus einem Input bestehen. Das heißt, es gibt kein Label, keine Targets. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen merkwürdig. Was soll das denn dann lernen? Wie geht das? Was soll das? Naja, das Machine Learning Modell muss jetzt selbstständig Strukturen erkennen. Und es geht darum, dass es Strukturen in den Datenräumen erkennt, die es analysieren soll und dass man dann Erkenntnisse gewinnt. Das zeige ich gleich in einem kleinen Showcase. Warum macht man das überhaupt? Also man macht das nicht ohne Not. Wenn man Supervised Learning machen kann, dann sollte man das tun, weil es einfach viel genauer ist und zielgerichteter. Aber man kann es eben nicht immer. Es kann eben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, sein, dass es viel zu teuer ist, die Daten zu labeln. Oder es kann sein, dass das Lernziel a priori noch gar nicht bekannt ist, sondern dass man seine Daten erstmal verstehen möchte und dann vielleicht erst dahin kommt, ah ja, das möchte ich eigentlich lernen. Man weiß es aber vielleicht nicht. Und der dritte Fall, den ich jetzt hier auch gleich dann angehe, das ist der Fall, wenn man extrem unbalancierte Daten hat. Nehmen wir mal an, wir sind in einer Bank und die hat Kreditkartentransaktionen aufgezeichnet aus der Historie. Sagen wir mal ein paar Millionen Kreditkartentransaktionen. Und die sind alle in Ordnung. Und die haben einen Attributhaushalt vielleicht von 50 Attributen oder 20 Attributen, wie auch immer. So. Aber es gibt ein paar Betrugsfälle, die in der Vergangenheit detektiert wurden und von denen man weiß, dass es Betrugsfälle waren. Und jetzt möchte man also eine KI bauen, die für neue, also zukünftige Transaktionen sagen kann oder eine Prognose abgeben kann, ist das vielleicht ein Betrugsfall. Wenn man jetzt einfach diese Daten hernehmen würde, die existieren und naiv trainieren würde, was würde dann passieren? Naja, das System würde incentiviert werden, einfach immer zu sagen, ja, ist alles in Ordnung. Denn damit liegt es schon mal zu 99,99% dann richtig, was für ein KI-System ja gut ist. Das funktioniert also so nicht. Das ist nicht das, was wir haben wollen.
Also macht man etwas anderes. Und hier können wir Unsupervised Learning einsetzen. Dann lernt das KI-System quasi den Datenraum, den Normalfall zu verstehen. Also es lernt, wie sieht der Datenraum eigentlich aus bei diesen normalen Transaktionen. Und dann kann man Anomalien dort sozusagen so definieren, dass das Abweichungen sind von diesem Normalfall. Und dann hat man die Hoffnung, das muss man dann eben validieren und testen, dass Betrugsfälle Anomalien in diesem Sinne sind. So, ich rede jetzt hier die ganze Zeit von Datenräumen und Dimensionen und so. Die meisten ist das wahrscheinlich klar. Ich will es aber hier an dieser Folie ganz kurz nochmal erklären, was das bedeutet. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier einen vereinfachten Kreditrating-Datensatz mit drei Attributen und haben in der Tabelle jetzt drei Kunden drin. So, mathematisch gesehen ist das ein Vektorraum oder sagen wir mal ein Datenraum, der so aussieht. Wir haben drei Dimensionen, nämlich jedes Attribut entspricht jetzt einer Dimension und die einzelnen Zeilen, also die einzelnen Kunden in dem Fall, werden jetzt zu Punkten mit Koordinaten auf diesen Achsen. Und jetzt ist es in der Praxis so, dass wir eben nicht typischerweise drei solcher Attribute haben, die wir verarbeiten wollen, sondern 20 oder 50, manchmal 100. Und damit sind wir sofort in dem Bereich hochdimensionaler Datenräume. Und das ist auch für klassische statistische Algorithmen ein Problem. Und da kann man jetzt KI einsetzen, um diese Dimensionen runterzubrechen und handhabbar zu machen. In diesem Fall nämlich unsupervised learning. Also dahinter, das Problem ist der sogenannte Curse of Dimensionality. Das heißt, Daten werden exponentiell dünn, je mehr Dimensionen dazu kommen. Und dann fangen zum Beispiel Clustering-Algorithmen an, ein Problem zu bekommen. So, das Unsupervised Learning-Modell, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist auch ein neuronales Netz, aber eine völlig andere Architektur als das, was wir im Deep Learning haben. Das ist nämlich keine geschichtete Architektur, sondern es ist eine flache Struktur, nämlich eine sogenannte neuronale Karte, oder auf Englisch Self-Organizing Map. Das Ganze ist inspiriert an dem, was wir in unserem Hirn vorfinden, nämlich die sogenannten kortikalen Karten. Wir haben in den beiden Hirnhemisphären eine sensorische und eine motorische Karte. Das ist also eine zweidimensionale Struktur auf der Hirnoberfläche, die aber letztlich dreidimensionale Strukturen repräsentiert, nämlich die Nervenenden in unserem Körper. Ja? Und das heißt, aus mathematischer Sicht haben wir hier eine Dimensionsreduktion von, in diesem Fall, bei uns Menschen, von drei auf zwei. Interessant ist, dass die Topologie aber erhalten bleibt. Das heißt, benachbarte Nervenzellen landen auch hier auf der Karte als benachbarte Repräsentationen. Also die Karte repräsentiert benachbarte Punkte, eben auch hier benachbart. Und dann ist das Ganze noch proportional zur Nervendichte, also sozusagen die Fläche, die hier zur Verfügung steht auf der neuronalen Karte, auf der Hirnoberfläche, ist proportional zur Nervendichte. Deswegen sind die Hände hier so groß und Mund und Lippe. Und das Ganze kann man eben in einer künstlichen neuronalen Karte eben ähnlich machen. Das ist hier angedeutet. Das ist dann tatsächlich, ich habe dann auch eine Visualisierung programmiert, die ich Ihnen gleich zeige. Und da ist es dann eben wirklich so, dass man die einzelnen Neuronen sieht. Das sind dann auch nicht Millionen, sondern ja, vielleicht ein paar Tausend. Und jedes einzelne Neuron repräsentiert dann letztlich einen Punkt in dem originalen Datenraum, der eben extrem hochdimensional sein kann. Um das zu testen, habe ich mal einen Datenraum generiert. Der ist 14-dimensional und ist unterteilt in einen 5-dimensionalen Teilraum und einen 9-dimensionalen Teilraum. Die sind also voneinander separiert. Und da drin liegen 9-dimensionale Kugeln oder sagen wir mal Sphären, nämlich Kugeloberflächen und 5-dimensionale. Die habe ich also einfach erzeugt, um jetzt zu testen, ob meine Self-Organizing Map funktioniert.
Und man sieht auch, dass es hier verrauscht ist. Das, um das ein bisschen schwieriger zu machen, habe ich also dort noch ein Rauschen draufgegeben. So, und was ich jetzt hier habe, ich hoffe, das funktioniert, ist eine Animation des Trainingsverlaufs. Also man sieht jetzt hier schon die kleinen Kästchen. Das ist jetzt die uninitialisierte Karte. Und jedes Kästchen ist ein künstliches Neuron. Ja, und das ist der Trainingsverlauf. Und da sieht man dann auch, warum es selbstorganisierend heißt. Also ja, das konvergiert jetzt gegen ein Bild, und zwar durch Selbstorganisation. Und das kann man jetzt interpretieren. Also erstmal sieht man, dass die Farben genau den Kugeln entsprechen. Also sozusagen, das ist jetzt auch ja sozusagen eine reine Abbildung. Also wir haben jetzt keine Farbdurchmischung. Das heißt, diese Karte hat schon mal erkannt, ja, hier sind entsprechend Sphären und die gehören auch zusammen. Es gibt keine Durchmischung. Das ist das Erste, was man hier sieht. Was aber noch viel wichtiger ist, ist die Raumtopologie. Und das ist kodiert hier, das habe ich kodiert mit der Hintergrundfarbe. Eine dunkle Hintergrundfarbe bedeutet, dass die Nachbarpunkte im Datenraum eng beieinander liegen. Ja? Das heißt, ja, das hier repräsentiert eben genau so eine Sphärenoberfläche. Ein helles Neuron hingegen repräsentiert ein Void, also einen großen Abstand in dem Originaldatenraum. Und je heller die Neuronen hier sind, desto größer ist der Abstand. Und jetzt sieht man eben, hier haben sich Cluster gebildet und das sind diese weißen Trennlinien, sind eben genau quasi die Abbildung dieser Leerräume in dem Originaldatenraum, der ja 14-dimensional ist. Und man sieht auch hier, wenn man genau hinguckt, dass hier eine besonders helle Trennlinie längs läuft. Und das sind eben tatsächlich, das ist genau die Trennlinie zwischen dem 5-dimensionalen und dem 9-dimensionalen Teilraum. Das kann man hier sehen und die Karte schafft es, das zu visualisieren. Und damit ist dieser Test schon mal sehr erfolgreich. So, das ist aber jetzt gar nicht das, worauf wir hinaus wollen, sondern jetzt kommt halt der Punkt Anomalieerkennung. Wenn ich jetzt Rauschen, einfach zufällig generierte Datenpunkte in diese neuronale Karte hineingebe, dann sieht man, dass die eben nicht hier gleichmäßig verteilt sind, ich hoffe, man sieht die roten Punkte, sondern die landen im Wesentlichen auf hellen Neuronen. Und wenn man sich mal überlegt, dann ist es eigentlich auch klar, woran das liegt, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein beliebig erzeugter Datenpunkt jetzt genau auf einer Sphärenoberfläche liegt, die ist halt sehr, sehr klein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo anders liegt, also in diesem Sinn eine Anomalie darstellt, jetzt aus mathematischer Sicht, die ist halt groß. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese zufällig erzeugten Punkte jetzt auf hellen Neuronen liegen, sehr, sehr groß. Und das ist genau das, was ich ausnutzen kann, um jetzt eine Anomalieerkennung zu machen. Also wenn ich dieses Modell trainiert habe, dann kann ich neue Daten hineinschicken und schaue, ob die auf hellen Neuronen landen und kann einfach über einen Schwellwert quasi klassifizieren, ist das eine Anomalie. So, und jetzt habe ich mir einen realen Datensatz hergenommen, und zwar von einer Bank, die hat diesen Datensatz auf dem Data Science Portal veröffentlicht, und der ist aber verschlüsselt mit einer Principal Component Analysis, also ich kann nicht mehr rückverfolgen, was das fachlich jetzt bedeutet, aber ich kann Machine Learning damit machen. Das ist halt ziemlich cool. Und die Aufgabe ist also jetzt Erkennung von Anomalien in Betrugsfällen. Ich habe dazu 10.000 normale Transaktionen aus dem Datenraum benutzt, der ist 28-dimensional und dann habe ich das validiert mit den da drin bekannten Betrugsfällen. Also man sieht auch, dass es hier unbalanciert ist. Und das ist das Ergebnis. Wir sehen jetzt hier eine neuronale Karte, eben genau, ja, bloß, wie ich es gezeigt habe, bloß eben jetzt mit realen Daten. Und hier sammeln sich die Betrugsfälle sozusagen in so einem Void, also eben außerhalb der Normalfälle. Und hier habe ich so ein bisschen die Standardmetriken aufgezeichnet, wie die Performance dieses Modells ist auf diesem Datensatz. Und das ist halt für ein unsupervised trainiertes Modell extrem gut. Wie gesagt, da wurden keine Labels vorgegeben, nichts skizziert, wie das Ganze, oder nichts reinprogrammiert, sondern das ist durch Selbstorganisation entstanden.
Und das ist natürlich jetzt ein Modell, mit dem man gut arbeiten kann, was man einfach übertragen kann auch. Und hier sieht man ein Beispiel, was man sozusagen jetzt Richtung Business Intelligence vielleicht rauskriegen kann. Also vielleicht nochmal zurück. Das, was jetzt hier entsteht, ist am Ende ja eine Funktion, ein Software-System. Diese Visualisierung brauche ich dann eigentlich gar nicht mehr, ne? Sondern ich habe dann letztlich einen REST-Server, da kommt als Input eine neue Transaktion rein und das Modell kann eine Prediction machen, ist das wohl ein Betrugsfall oder nicht. Die Visualisierung ist hier bloß ein Nebenprodukt zum Testen. Aber dieses Nebenprodukt kann eben nützlich sein, um vielleicht jetzt auch ein fachliches Verständnis oder ein tieferes Verständnis zu gewinnen. Ich habe bei einem unserer Produkte zusammen mit einem Kunden haben wir hier Förderkredite, war es glaube ich in dem Fall, mal analysiert. Und man sieht dann hier in dem Datenraum, hier ist ein auffälliges Cluster. Das sind gar keine Anomalien. Ja? Diese roten Punkte hier, die liegen ja gar nicht sozusagen auf hellen Neuronen. Trotzdem ist es eine auffällige Bündelung von, ja, in dem Fall waren das Kreditrisiken. Und dann kann man natürlich jetzt tatsächlich zurückgehen, weil das ist ja eine neuronale Karte von dem Originaldatenraum. Man kann da jetzt zurückgehen und gucken, okay, was sind das für Daten? Was haben die für Zusammenhänge? Was bedeutet das fachlich? Und dann kann man tatsächlich eben Rückschlüsse fürs Business daraus ziehen. Also da geht es dann gar nicht mehr darum, eine Funktion zu haben, die eine Klassifikation macht, sondern wir können dann hier vielleicht Erkenntnisse gewinnen. So, ich habe noch andere Modelle. Dieses hier habe ich zum Beispiel an meinem Vortrag am Montag auch im Rahmen der digitalen Woche gezeigt. Das tut dasselbe, ist aber ein ganz anderes Modell. Ich glaube, das Video dazu ist auch oder wird demnächst online sein und wir werden es auf unserer Webseite verlinken. Die FH wird es auch verlinken, da können Sie sich das gerne nochmal angucken. Es funktioniert völlig anders, macht aber dasselbe. Und das führt so ein bisschen auf das, was man Ensembling nennt. Also wenn man, wie wir jetzt, professionelle KI-Systeme baut, dann sind das in der Regel sogenannte Ensembles. Also man nimmt verschiedene Modelle, lässt sie auf dasselbe Problem los und macht dann zum Beispiel sowas wie ein Majority Vote. Also wenn man jetzt drei verschiedene Modelle hat, lässt man die voten und nimmt zum Beispiel den Mehrheitsbeschluss. Und damit kann man nochmal die Performance steigern. Okay, jetzt gucken wir nochmal kurz in das Thema Reinforcement Learning rein. Das ist der dritte große Bereich. Da haben wir einmal das Thema Robotics, sowohl real als auch virtuell. Also so einen teuren Roboter, den wird man wahrscheinlich, wenn der jetzt laufen lernen soll, da wird man das Gehirn wahrscheinlich erstmal in einer virtuellen Umgebung trainieren. Da gibt es ganz hübsche Videos, habe ich auch gar nicht die Zeit, die zu zeigen, können Sie aber bei YouTube finden, den DeepMind Runner und natürlich Boston Dynamics, führende Robotics-Firma. Und ja, ich würde fast sagen, die Keimzelle für den aktuellen KI-Hype, das war hier das AlphaGo, was dann das Go-Spiel gelöst hat, kann man sagen. Das ist ein asiatisches Brettspiel, was um Größenordnung komplexer ist als Schach. Es galt bis vor wenigen Jahren als unangreifbar für KI. Und AlphaGo hat aber jetzt, ich glaube, es war vor 2 Jahren, den Weltmeister geschlagen. Also das war ein Riesenereignis und hat im Reinforcement Learning eine Innovation gebracht und auch eine Riesenwelle erzeugt. Ich würde fast sagen, das war der Start für den aktuellen KI-Hype. Das ist aber inzwischen weiter. Wir haben KI-Systeme, die Online-Rollenspiele spielen können und die im Verbund arbeiten. Also hier sieht man Dota 5 und da spielen 5 neuronale Netze im Team gegen 5 Menschen, in dem Fall die Top-Champions. Und da ist man inzwischen auch so weit, dass dieses Spiel, dass die KI in diesem Spiel überlegen ist. Und das ist noch deutlich, sagen wir mal, anspruchsvoller insofern, weil das ein sogenanntes Incomplete Information Game ist. Ja, also die Agenten, die künstlichen
Agents, die können halt nicht alles sehen. Die Spielwelt ist sozusagen nur ein Fenster, ein Ausschnitt. Und sie müssen sich sozusagen intern ein Modell bilden, was gerade im Rest der Welt passiert, den sie nicht sehen. Außerdem hat man einen sogenannten kontinuierlichen Action Space. Das sind alles ziemliche Herausforderungen. Und das ist eben auch ein großer Schritt in dem Bereich. Generell sind Spiele ein sehr beliebtes, sehr beliebter Benchmark eigentlich in der KI-Forschung. Und zwar deswegen, weil das in sich geschlossene Systeme sind. Die kann man gut benchmarken, sie sind reproduzierbar und sozusagen sie bilden eine geschlossene Welt. Es passiert nichts außerhalb dieser Welt, es ist gut kontrollierbar. Das Ziel ist es natürlich nicht jetzt, super Spiele-KIs zu entwickeln, also vielleicht auch, aber das eigentliche Ziel ist natürlich Übertragbarkeit. Und diese künstlichen Agenten können dann letztlich solche Aufgaben lösen. Autonomes Fahren, Robotics, Steuerung von Industrieanlagen, intelligente Verkehrsleitung, Geschäftsprozessoptimierung oder ja, in der Medizin, in der Mikrobiologie, Proteinfaltung. Das sind so Anwendungsgebiete. Ich persönlich beschäftige mich auch gerade hiermit stark, jetzt Geschäftsprozessoptimierung. Da habe ich Ideen für ein Forschungsprojekt. Und es gibt bei diesen Spielen also so zwei verschiedene Bereiche, die auch eigentlich ziemlich unterschiedlich sind. Das eine sind Brettspiele, die sind tief, aber nicht visuell. Tief heißt, vielleicht entsteht der Reward, sagt man dazu, also die Belohnung für die KI erst ganz am Ende, nämlich wenn das Spiel wirklich gewonnen ist. Und der ganze Weg dahin weiß man vielleicht gar nicht, ist es jetzt gerade gut, was ich mache oder nicht gut. Und da braucht man ein bisschen andere Technologien, also Stichwort Monte Carlo Tree Search zum Beispiel, als hier unten. Die Computergames, die sind visuell reichhaltig, sind auch sehr komplex, können auch sehr tief sein, aber da geht es eben auch um eine visuelle Komponente. Da oben kriegt die KI eben einfach die Brettposition mit und muss dann den nächsten besten Zug ermitteln. Das ist also kein reichhaltiger Input. Hier ist es ein sehr reichhaltiger visueller Input. Und jetzt kann man sich ja mal überlegen, können Sie ja selber machen, welche von diesen Anwendungsszenarien eher wie Brettspiele sind oder welche vielleicht eher wie Computerspiele sind. Ich selbst habe, das war mein jüngstes Forschung, ja sozusagen Mini-Forschungsprojekt, hier ein Reinforcement Learning Agent für Atari-Spiele entwickelt. Das habe ich in dem Vortrag am Montag ausführlich dargestellt und auch gezeigt, wie das funktioniert und auch eine Live-Demo gemacht. Das schaffe ich jetzt hier nicht. Aber wie gesagt, der ist aufgezeichnet und Sie können sich das dann gerne nochmal angucken. Aber ich will noch ganz kurz was dazu sagen, zumindest wie das Setting grob funktioniert. Man hat also einen sogenannten Agent und dieser Agent interagiert mit einem Environment. Bei einem Schachspiel ist der Agent natürlich die KI, die das Schachspiel lernen soll und das Environment ist das Brett, das Spielfeld plus der Gegenspieler. Der Agent nimmt Observations von dem Environment entgegen. In dem Fall wäre das die Spielposition. Wie sind die Figuren auf dem Brett gerade verteilt? Und er kann dann Aktionen ausführen, also in dem Fall einen Zug ausführen, die Dame von dort nach dort schieben. Und dann gibt es einen Reward, das ist sozusagen das Feedback. Und der Reward ist das, was quasi per Design vorgegeben wird. Darüber steuert man im Reinforcement Learning quasi das Lernverhalten und das Lernziel. Der Reward ist also sozusagen Measure of what is good or bad. Und das ist das gute alte Prinzip von Belohnung und Bestrafung, nachdem ja auch Tiere dressiert werden. Und wenn man ehrlich ist, wir Menschen sind auch nicht frei von diesem Prinzip. Das ist so fundamental offensichtlich, dass man damit auch KIs trainieren kann. Wenn man jetzt so ein bisschen reinzoomt in so einen Agent, dann findet man da ein paar typische Ingredienzien. Und es gibt ganz viele verschiedene Reinforcement Learning Algorithmen. Aber das sind, sagen wir mal, typische Dinge, die man da findet. Und das Wichtigste ist die Policy Function.
die gelernt werden soll dann. Die Policy Function ist sowas wie die Strategie. Die Policy Function bekommt als Input eine Observation, ja, also zum Beispiel die Spielposition oder bei einem selbstfahrenden Auto die ganzen Sensordaten, das Kamerabild, Radarinformationen, Sensordaten aus dem Motor etc. pp. Ja, das wäre die Observation. Und die Policy Function bekommt das als Input und soll jetzt sagen, okay, was ist die nächste beste Aktion, die jetzt auszuführen ist? Das ist quasi die Aufgabe dieser Policy Function. Und der Durchbruch bei Reinforcement Learning war halt dafür jetzt zum Beispiel neuronale Netze zu verwenden. So habe ich das eben auch gemacht bei dem Atari-Experiment, das ist dann Convolutional Neural Net, was aber nicht wie bei Supervised Learning quasi upfront trainiert wird mit einem vorgefertigten Riesendatensatz, sondern was während des Spiels Trainingsdaten aufbaut und darüber lernt. Und deswegen gibt es eine, also die Value Function lasse ich jetzt mal weg, die ist verwandt mit der Policy Function. Aber dieses, da will ich noch kurz darauf eingehen, das ist nämlich das Erfahrungsmemory. Wir Menschen lernen ja auch aus Erfahrung, unser ganzes Leben besteht aus Erfahrung und die werden subsumiert. Und so ist es hier auch, nur dass der Begriff Experience, Erfahrung, hier wesentlich formaler ist als das, was wir jetzt in unserem Alltagsleben darunter verstehen. Eine Erfahrung ist nämlich eine sogenannte Transition. Also ich habe in der Vergangenheit irgendeinen Zustand gehabt, sagen wir diese Spielposition. Dann habe ich diese Aktion ausgeführt. Auf diese Aktion gab es folgende Reaktion, nämlich folgenden Reward, unmittelbaren Reward. Und daraus ist folgende Nachfolgesituation entstanden. Also zum Beispiel die nächste Spielposition, weil der Gegner auch einen Zug gemacht hat. Dieses Tupel, sagt man in der Mathematik, ist jetzt eine Experience. Und davon werden während des Spiels in dem Fall halt mehrere Millionen gesammelt. Und die bilden die Basis für das Reinforcement Learning Training, also zum Beispiel für das Training der Policy Function. So, das, wie gesagt, können Sie sich in dem Video, was ich am Montag oder was am Montag aufgezeichnet wurde, das können Sie sich da nochmal sehr viel genauer angucken und auch Live-Demo, da gehe ich auch auf die Mathematik stärker noch ein. So, jetzt will ich nochmal in dem letzten Block, das ist so ein bisschen Anliegen von mir, wie gesagt, ich mache sehr viele Workshops auch bei großen Unternehmen und ja, natürlich auch in Diskussionen so im normalen Umfeld. Es gibt viele typische Missverständnisse über KI, die möchte ich mal ein bisschen angehen. So. Also meine These ist, alles, was hier steht, ist falsch. Eins der häufigsten Dinge, denen ich begegne, ist die Aussage, ja, der Fortschritt in der KI, der kommt ja eigentlich nur durch den Hardware-Schub, Moore's Law, nicht? Also alle zwei Jahre, glaube ich, verdoppelt sich die Hardware-Leistung. Und neuronale Netze gibt es ja auch schon seit den 60er Jahren. Ja, das stimmt, aber diese neuronalen Netze von damals hatten irgendwie vielleicht 8 Neuronen und 2 Schichten. Das waren die einfachste Architektur, nämlich MLPs, also Multilayer Perceptrons. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir heute haben. Wir haben, ich würde sagen, eine kambrische Explosion von verschiedensten Modellen und verschiedensten Strukturen. Und das sind nicht nur neuronale Netze, also wenn Machine Learning ein Garten ist, dann sind neuronale Netze da drin vielleicht ein größeres Beet, was irgendwie in der Mitte ist, ja, aber keineswegs eben das Ganze. Und in Wahrheit ist es so, dass die algorithmischen Fortschritte in den letzten, ich würde sagen in den letzten 5 Jahren, diesen Boost bewirkt. Die Hardware ist eine notwendige Voraussetzung dafür, natürlich, ohne die würde das nicht gehen. Aber es ist eben absolut nicht die Ursache für den Boost. Also das ist ein ganz typisches Missverständnis, dem man oft begegnet. Zweiter Punkt, ja, KI kommt nur von den Tech-Giganten aus dem Silicon Valley und wir benutzen die halt nur und auch die KI-Experten hier, die ja nehmen halt fertige Produkte und tailern die ein bisschen, aber gemacht wird das alles im Silicon Valley. Das ist halt auch Quatsch. Also ich meine, gut, wir sind jetzt ein Beispiel dafür und wir haben hier in Schleswig-Holstein noch andere Unternehmen, aber es sind eben auch nicht nur Unternehmen, sondern es sind auch Einzelpersonen, es sind Start-ups, es sind Wissenschaftler
Und das ist eine weltweite Community, die hier eigentlich zusammenwirkt. Ja, die Tech-Giganten sind natürlich auch dabei, aber keineswegs ist es so, dass die diese Bewegung alleine treiben. Das nächste Missverständnis ist KI gleich tiefe neuronale Netze. Also seit Deep Learning mit Grafikkarten auftaucht und wir eben sowas wie Recurrent Neural Nets haben oder eben halt tiefe Strukturen, das haben wir auch noch gar nicht so lange, ist so ein bisschen eine Sicht darauf, das ist KI, aber das stimmt eben nicht. Ja, das ist KI ist, oder sagen wir mal Machine Learning lieber, das ist halt eine breite Struktur und wie ich schon sagte, das reicht bis in die klassische Statistik hinein. Genauso falsch ist, dass KI immer Big Data benötigt. Es gibt Systeme, die mit sehr wenigen Daten auskommen. Das ist ein Vorurteil, was ich oft im Management sehe oder vielleicht ist es auch ein Wunschdenken im Management. KI ist heutzutage simpel. Man nimmt einfach fertige Bausteine nach dem Lego-Prinzip und steckt die zusammen. Bis zu einem gewissen Grade geht das, ja. Aber wenn man da wirklich jetzt auf ein professionelles Level kommen will und nicht nur erste Übungsbeispiele machen will, dann funktioniert das so nicht. Also gerade jetzt zum Beispiel im Reinforcement Learning, da muss man im Detail die einzelnen Konzepte verstehen und muss in der Lage sein, mathematische Paper halt umzusetzen in Code. Also man muss das wirklich im Detail verstehen. Da sind wir noch lange nicht an der Stelle, dass wir hier nach dem Lego-Prinzip arbeiten könnten. Sonst wären ja auch Machine Learning-Experten und Data Scientists arbeitslos. So, der vorletzte Punkt ist ein persönliches Anliegen. Ich möchte mal sozusagen eine Bresche schlagen für die Mathematik. Das ist sicherlich kontrovers, aber ich halte eigentlich nichts davon, sich rein von der Coding-Seite zu nähern. Natürlich kommt man damit sehr gut rein. Also wenn man jetzt einfach sagt, ja, ich will KI ausprobieren, also nehme ich mir die ganzen Library-Samples und ich bin super schnell und habe dort eine erste KI. Ja, bis zu dem Schritt funktioniert das, aber darüber hinaus eben nicht. Also wenn man wirklich professionelle Systeme entwickeln will oder eben sogar Innovationen in den Algorithmen selbst, so wie ich das eben jetzt auch da bei dem Reinforcement Learning gemacht habe, dann braucht man die Mathematik. Und das ist auch natürlich relevant für unser Bildungssystem oder für das, wie wir uns aufstellen wollen, auch letztlich in der Politik, in der Bildungspolitik. Ich kann nur daran dringend appellieren, die Rolle der Mathematik zu stärken, auch in der Ausbildung, damit früh anzufangen, und zwar die richtige Mathematik. Ich meine damit nicht Rechnen. Ja, das, was man in der Schule macht, ist hauptsächlich Rechnen, sondern ich meine die abstrakte Mathematik, die Logik, solche Dinge, die jetzt echte Mathematik ausmachen, die man hier braucht. So, und der letzte Punkt ist, ja, KI-Projekte so aus Projektmanagement-Sicht. Auch natürlich Unternehmen, die das adaptieren, denken erstmal, ich habe ja meine Standardverfahren und die benutze ich jetzt und dann funktioniert das schon, Projektmanagement-Methoden. Und das ist eben auch nach meiner Ansicht nach etwas, was man nicht tun sollte. Und das, dem widmet sich jetzt sozusagen der letzte Block, Projektmanagement-Aspekte. Gut, also so ein KI-System, wenn man jetzt mal diesen Business Intelligence-Teil mal kurz ausblendet, ja, am Ende ist das ein IT-System, logisch. Das kann ich deployen, wie ein Service, wie ein REST-Service, kann ich das irgendwie auf eine Cloud tun und das kann ich aufrufen, das gibt irgendeine Prediction zurück. Aber es entsteht auf eine völlig andere Art und Weise wie ein klassisches Software-System. Darüber muss man sich einfach klar sein. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein Wasserfallprozess, so ist es aber nicht gemeint. Das sind eben Phasen, Zyklen oder Tätigkeitsarten. Also man wird sich irgendwann Gedanken machen, und zwar natürlich immer wieder iterativ, was soll das System tun? Und dann wird man Analyse, Design, Implementierungs- und Testtätigkeiten haben. Und es wird irgendwie deployed. Und das macht man natürlich iterativ, zyklisch. So, das ist klassische Softwareentwicklung. Hier hat man auch eine Scope-Definition, aber eher so ein bisschen mehr aus Datensicht vielleicht. Und am Ende hat man auch Deployment. Dazwischen passiert aber was völlig anderes.
nämlich Datenanalyse und Aufbereitung. Das ist in realen Projekten übrigens ja, locker, also auf jeden Fall mehr als 50% eines Projektaufwands, wenn man jetzt mal das professionell betreibt. Dann die Modellbildung, das Training, also hier braucht man sozusagen die Mathematik und das Machine Learning Expertenwissen. Aber das ist nicht der Haupt, sagen wir mal, zumindest aufwandsmäßig nicht der Hauptteil, der Haupt-Know-how-Teil natürlich. Und dann die Validierung, dann wird man feststellen, oh, das Experiment hat nicht funktioniert, ich muss noch wieder zurück. Vielleicht muss ich sogar hier wieder zurück und sagen, ja, das, was wir uns vorgestellt haben, das funktioniert so gar nicht, wir müssen das nochmal revidieren. Und das führt eigentlich dazu, heute Vormittag im ersten Talk kam das so ein bisschen, klang das auch schon so ein bisschen so an. KI-Projekte haben Gemeinsamkeiten mit der Modellbildung in den empirischen Wissenschaften. Also zum Beispiel Modell in der, was weiß ich, in der Physik, Quantenmechanik, nehmen wir das mal als Beispiel. Dann hat man eine Theorie und dann muss man diese Theorie an der Realität falsifizieren oder verifizieren. Durch Experimente macht man das. Und dann stellt man fest, das Modell trägt oder es trägt nicht. Und dann muss es verfeinert werden oder es muss sogar revidiert werden. Man führt also lauter Experimente durch. In einem realen Projekt, wenn man jetzt mal bei uns guckt, das letzte Projekt, was jetzt auch gar nicht groß war, das hat vielleicht 30 Tage gedauert, also Aufwandstage. Trotzdem haben wir da ungefähr, ich sag mal, 50 Experimente durchgeführt mit verschiedenen Modellarten. Ja? Und das sind lauter kleine Experimente, die einen dann weiterbringen und wo man dann lernt, aha, das funktioniert und das funktioniert nicht. Das hat also genau damit was zu tun. Und insbesondere ist auch das erzielbare Ergebnis a priori gar nicht klar. Das hängt ja von der Datenqualität ab. Man hat Mikro- und Makrozyklen, das ist also auf jeden Fall iterativ. Und was wirklich wichtig ist, das ist keine Fließbandarbeit. Also Softwareentwicklungsprojekte wie zum Beispiel gerade Webanwendungen, die werden ja heute zumindest versucht, im Fließbandmodus zu produzieren. Man hat eine feste Architektur, die ist dann mal da. Und dann versucht man zum Beispiel mit Scrum oder ähnlichen Methoden, das quasi durchzutakten und businessgetrieben Features zu entwickeln. Das ist hier absolut nicht möglich, weil das eben auch stark kreativ ist und vor allen Dingen eben experimentell. Das führt so ein bisschen zu der Frage, was für Projektmanagement-Methoden kann man dann jetzt sinnvoll anwenden? Ich gehe die jetzt natürlich nicht im Einzelnen durch, also ich setze mal voraus, dass Sie da ein bisschen Hintergrundwissen haben. Es gibt aber so die klassische Welt und die agile Welt. Die klassische Welt ist, sagen wir mal, relativ spezifikationslastig. Man hat dann am Anfang, also im Extremfall, sowas wie ein Pflichtenheft und dann erwartet man, dass die Softwareerstellung am Ende genau das liefert und dann wird das im V-Modell zum Beispiel schrittweise abgeprüft und in jedem Quality Gate dann getestet, ob auch das genau bisher rausgekommen ist. Und das sind natürlich Sachen, die jetzt auf solche Projekte überhaupt nicht passen. Also sind wir eher hier im agilen Bereich und da gibt es die, sagen wir mal, zwei prominentesten Vertreter sind Scrum und Kanban. Scrum arbeitet mit festen Iterationslängen, mit sogenannten Sprints. Und Kanban ist ein anderes Modell, was eher auf Durchlaufzeitoptimierung basiert und was kontinuierlichen Fluss von Arbeitspaketen bedeutet. Und das ist dann jetzt auch meine letzte Folie dazu. Das ist jetzt meine Empfehlung, auch einfach aus der Praxis, aus meiner Erfahrung. Ich würde nach Möglichkeit, also wenn man es nicht anders kann, muss man versuchen, sich da drin zu bewegen, aber freiwillig würde ich keine klassischen Methoden anwenden, wenn Sie ein KI-Projekt aufsetzen würden. Also sind wir im Bereich der agilen Projektmanagement-Methoden. Und dort würde ich dringend von, was heißt dringend, also ich würde von Scrum eher abraten. Und kann, also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Kanban gemacht, eben genau wegen dieser festen Iterationslängen, die Scrum hat. Die sind absolut kontraproduktiv, weil ich die nicht planen kann. Und das hindert dann eher, dann bin ich eigentlich nur noch damit beschäftigt, ja, wie kann ich denn meine Aufgaben jetzt so schneiden, dass ich da an dem Sprintende nun gerade fertig werde. Dann ist man mehr damit beschäftigt als mit dem wahren Problem. Das ist absolut scheußlich, würde ich nicht empfehlen. Da passt so ein kontinuierlicher Fluss, wie man das bei Kanban hat, eben
wesentlich besser und kann man es auch viel flexibler, man kann es also besser tailern. Nein, letztes Wort noch zu dem Thema User Stories. Das ist eigentlich in der agilen Welt so das Ding für Requirements Engineering. Also die Idee ist, dass man nur aus Nutzersicht guckt, also aus Business-Sicht heißt das da immer so schön als Buzzword, und nicht darauf, wie Systeme konstruiert werden. Das ist so das Grundprinzip. Und das System entwickelt sich also nach dieser Idee quasi dadurch, dass ich lauter einzelne Requirements aus dieser Business-Sicht sukzessive realisiere. Und dann am Ende habe ich das Gesamtsystem, was sich dann daraus ergibt. Das funktioniert hier überhaupt nicht. Also, ne, wir haben ja ein holistisches System und das entsteht durch Training, durch Datensicht. Das heißt, ich habe diese Sichtweise gar nicht auf diesen Treiber nicht. Also das führt wieder auf diese Idee Fabrikmodus. Der Charakter dieser Projekte ist einfach völlig anders. Und deswegen die Aufgaben in so einem Projekt, die müssen sich eben am Schnitt und Typ von Data Science und Machine Learning Aufgaben richten und nicht nach Business Features. Das, das so als letzter Tipp von mir. Natürlich, das ist meine Sicht darauf und die ist bestimmt auch kontrovers diskutierbar. Das sind meine Kontaktdaten und damit wäre ich auch am Ende des Vortrags. Klasse, vielen Dank dir. Danke für den aus meiner Sicht und ich glaube auch aus ihrer Sicht enorm spannenden, fesselnden Vortrag. Wir haben noch, wenn eine oder zwei Fragen bestehen, können wir die noch einmal durchbekommen und danach müssen wir leider mit Blick auf die Zeit und das nächste Event, das dann hier gleich stattfindet, deckeln. Wollen wir uns einmal gleich mit der Frage da hinten starten? Entschuldigung, ich sehe gerade, dass da vorne schon alles vorbereitet war. Dann machen wir Ihre Frage gleich als nächstes. Tut mir leid. Also es würde mich interessieren, etwas mehr zu hören von der Technik da drin und wie das genau funktioniert, gerade bei dem Deep Learning. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es jetzt verschiedene Schichten von diesen künstlichen Neuronen. Ja. Und die unterste Schicht ist dann wirklich zuständig für die Kategorien, die man jetzt irgendwie haben möchte. Und die oberste Schicht ist irgendwie die Eingabe, also weiß ich nicht, die Pixel auf dem Bild oder so. Ja, oder umgekehrt, je nachdem. Also, ja, genau. Und die dazwischen, die Schichten, die organisieren sich dann aber im Wesentlichen selbst irgendwie nach irgendwelchen... Die organisieren sich selbst. Das ist, wenn man so will, die Magie hinter den Trainingsverfahren. Am Ende ist das aber alles Mathematik. Wie gesagt, dahinter stecken Gradientenverfahren. Also letztlich wird beim Training sozusagen der Abstand bestimmt von einer Prediction, den das Modell, was am Anfang natürlich super schlecht ist, aber es kann ja Predictions machen, die sind dann sehr, sehr schlecht. Und es gibt ja, weil man ja ein Target hat bei Supervised Learning, sozusagen den Soll-Output. Diese beiden kann man sozusagen jetzt mathematisch, da kann man eine Abstandsmessung durchführen, Categorical Cross Entropy wäre das in dem Fall, und dann kann man darüber eine Fehlerfunktion definieren und dann kann man sozusagen den Parameterraum, der jetzt aus 25 Millionen Dimensionen besteht, bei so einem neuronalen Netz, den kann man dann benutzen, um dort quasi iterativ einen Weg zum Minimum der Fehlerfunktion zu finden. So jetzt mal so ganz grob, so funktioniert das maschinelle Lernen in dem Kontext. Und das ist wirklich Mathematik, die da stattfindet. Und die ist auch rechenintensiv. Um nämlich so einen Schritt durchzuführen, muss man jetzt sämtliche Samples durchrechnen und in jedem Schritt den Gradienten berechnen. Dafür brauche ich 25 Millionen partielle Ableitungen in jedem einzelnen Lernschritt für jedes Sample theoretisch. Man hat dann Algorithmen, die da wesentlich effizienter sind, Backpropagation, das wird dann gehandelt. Aber das ist der Grund, warum das Training auf Grafikkarten läuft. Ja. Alles klar. Vielen Dank. Jetzt möchte ich hier in die zweite Reihe nach ganz vorne links gehen, wo ich eben hier so frech das Wort abgeschnitten habe. In den Beispielen, die Sie erzählt haben, geht es immer darum, dass Sie Rohdaten haben und darauf das Training aufsetzen.
Welche Rolle spielen in Ihren Praxisfällen auch so Verfahren, wo man erstmal aus den Rohdaten Merkmale ableitet und darauf dann das Training aufsetzt? Ja, das spielt eine riesige Rolle. Also wahrscheinlich sprechen Sie auf das Thema Feature Engineering so ein bisschen an. Das konnte ich jetzt hier gar nicht unterbringen, ja. Aber Feature Engineering ist in dieser Vorverarbeitung fast die wichtigste Disziplin. Und man wird dann quasi, und das ist wirklich der Teil, wo man sagen kann, das ist Data Science. Ja. Da geht es darum, zum Beispiel neue Features zu entdecken, die vielleicht Zwischenabstraktionen bilden, die aber im Originaldatenraum gar nicht drin sind. Es geht darum, am Ende aber auch wiederum welche wegzulassen, damit die Dimensionalität nicht so hoch wird. Und das ist eigentlich ein eigener Prozess, den wir auch im Vorgehensmodell bei uns verankert haben. Der ist gerade bei datenorientierten Anwendungen fundamental und ohne den funktioniert gar nichts. Und das ist klassische Statistik eigentlich, was man da macht. Nicht? Also konnte ich jetzt hier halt nicht in der Zeit darstellen, aber super wichtig. Perfekt. Und ich glaube, wir schaffen keine Frage mehr. Es ist jetzt erstmal noch wieder eine halbe Stunde Pause nach der Veranstaltung. Hier, wenn noch weitere Fragen bestehen, denke ich mal, wirst du sicherlich auch zur Verfügung stehen, um sonst noch offene Fragen zu beantworten. Ansonsten ganz herzlichen Dank dir noch einmal für den tollen Vortrag und ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.